Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Stationeers am heutigen Tage. So, Licht lasse ich an. Gut, die zwei Dinger haben wir ausgetauscht. Dann kann ich die hier wieder verstauen. Und, die Farbe lassen wir mal so. Das Ding ist an. Gut. Das Ding ist auch an. Der ist nicht an. Ist ja auch jetzt im Moment nicht nötig. Dann gehen wir eben schnell ein bisschen was meinen. Man könnte meinen, ich muss ein bisschen was meinen. Und zwar muss ich ja Sauerstoff meinen. So, es ist Tag, deswegen mache ich den Beacon nicht an. Da haben wir doch. Sehe ich doch bis hier. Oder ist das Silikon? Das ist Silikon. Das ist auch Silikon. Das könnte Nickel gewesen sein. Da ist Eis. Da haben wir Sauerstoff. Ganz viel sogar. Ganz viel. Und da unten ist noch Wasserstoff. Der Sauerstoff schmilzt uns, obwohl es Tag ist, jetzt nicht, da der direkt in den Gürtel reingeht. Aber wir werden wahrscheinlich auch nicht so viel brauchen davon. Ich glaube, wir brauchen mehr Wasserstoff und weniger Sauerstoff. So, das sollte eigentlich reichen. Wo ist meine... Hier. Meine Hütte. Gut, dann probieren wir es jetzt so. 50, 50 und 39 sollte eigentlich reichen. Wenn wir da 14 Megapascal hatten. 14 Megapascal sind 14.000 und 10.000 Kilopascal kann der Tank maximal halten. So, das wieder zurück. Dann brauche ich schon mal meinen Scanner. Der kommt hier hin. Ja. Ist der in der falschen Hand? Muss der in die rechte Hand? Kann den nicht einschalten. Warum kann ich den nicht einschalten? Habe ich den im eingeschalteten Zustand weggeräumt? Kann das sein? Ja, habe ich. Habe ich gemacht. Habe ich nicht ausgemacht. Deswegen ist er jetzt leer. Okay. Jetzt ist er wieder am Start. Und gleich an. Meinen Gürtel. So, also. Das Ding ist an. Rein mit dem Sauerstoff. Ist hier drin. O2. Reiner Sauerstoff. Das heißt, wir haben jetzt hier 900 Kilopascal reinen Sauerstoff. Und wenn ich da jetzt reinbutter wie ein Blöder, ich sehe hier den Druck, sehr gut. 400 Kilopascal und nimmt wieder ab, weil wird ja gleich weiter gefördert. Und wir sehen, der Tank füllt sich. Und das Überdruckventil lässt noch nicht raus. Es funktioniert, Freunde, es funktioniert. 3,6 Megapascal. 10 kriegen wir rein. Reiner, 100% reiner O2. So, dann probieren wir das Ganze jetzt mit
Dem hier auch noch. Mit dem Wasserstoff. Ich habe ein bisschen Angst davor. Kilopascal, 600, 700, 800. Ja, H2. Reiner Wasserstoff. 1 Megapascal, ja, da können wir schon gut reinbuttern hier. So, dann müssen wir nochmal sammeln gehen. Aber ich mache vorher hier alles aus, weil die Batterien sind immer so schnell leer. So, lass mal sehen. Hier haben wir 3 Megapascal Sauerstoff. Und hier haben wir 2,8 Megapascal Wasserstoff. Aus. Hauptschalter auch aus. Dann wird auch nämlich der Filter und so nicht verbraucht. Okay, wunderbar. Tablet aus. Ich tue das mal hier rein, dann muss ich nicht mal das Ding aufmachen. Und wir gehen eben nochmal sammeln. Die Sonne geht unter, ich mache mein Beacon an. Läuft. So, dann eben hier kurz den Tracker rein. Testamente. Funktioniert. So. So, da hinten war doch ein gutes Feld. Wo von allem was war. Was liegt denn hier? Achso, hier ist direkt gleich auch Wasserstoff. Hier war noch was irgendwo? Nein? Doch. Das heißt, Sauerstoff und Wasserstoff liegen hier nah beieinander. Das heißt, dieses Feld hier, wo ich gerade bin, ist ziemlich gefährlich. Ein ziemlich hochexplosives Sauerstoff-Wasserstofffeld. So, ich mache hier mal den Krater etwas größer. Das war es auch gut sehen hier. Und vielleicht mal meinen Gürtel auf. Damit ich auch sehe, wie viel ich schon habe. Zum Glück hatte ich jetzt durch Zufall den richtigen Gürtel aktiviert. Dann hätte er sein können, ich habe noch den Toolbelt aktiviert. Dann wäre das jetzt alles schön geschmolzen. Aber ich glaube, wir hätten es dann auch gar nicht reingekriegt, denn ich habe ja alle Hände voll. Also wären dann hier wahrscheinlich gleich die Kugeln rumgeflogen. Und es wäre mir dann wahrscheinlich relativ schnell aufgefallen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ach, das freut mich, dass es jetzt funktioniert. Also, es ist tatsächlich so, man muss den Filter reintun, was man haben will zum Schluss. Das hat der Arbeitskollege erklärt, aber irgendwie wollte ich es nicht so wahrhaben, dass das auch richtig ist so. Aber theoretisch, wenn man zum Beispiel für das Auto einen Ölfilter kauft, dann möchte man, dass das Öl gefiltert ist von den Schadstoffen, von dem Dreck. Denn sonst würde man ja einen Dreckfilter kaufen. Und ich habe jetzt hier N-Filter gekauft, also Nitrogenfilter. Ich weiß nicht, was Nitrogen auf Deutsch dann bedeutet. Aber auf jeden Fall dieses, was im Eis halt mit eingefroren wird. Und
ja, ich will ja nicht das Nitrogen behalten, sondern den Sauerstoff. Genauso wie ich beim Ölfilter das Öl behalten will und nicht den Dreck. Und deswegen muss ich wohl offensichtlich einen Sauerstofffilter einbauen. Und keinen Dreckfilter, also keinen Nitrogenfilter. Aber das haben wir jetzt, herausgefunden. Also das, was man übrig haben will, muss man den Filter dafür kaufen. Und ich dachte halt, der Filter ist dafür da, um das rauszufiltern. Oder ich habe die Rohre falsch angeschlossen. Das kann auch sein. Oh, jetzt habe ich relativ viel Wasserstoff und sehr wenig Sauerstoff nur. So, aber Sauerstoff kann ich ja auch noch. Hier jetzt noch. Den einen Stack kann ich ja noch füllen. So, voll. Dann einmal kurz schauen, wo geht's nach Hause? Da, danke. Okidoki. Minus 67 Grad ist eigentlich höher oben kälter? Nö. Obwohl doch ein bisschen, oder? So, wie sieht's hier aus? Batterietechnisch grün. Hier ist alles aus, oder? Ist da auch aus? Hupsa. Der ist auch aus. Der ist noch an. Aber hier ist eigentlich alles aus. Hier ist auch aus. Aber dann kriegt die Batterie auch keinen Strom. Aber ist ja im Endeffekt erstmal egal. So. Den räumen wir wieder weg. Dann fangen wir mal mit Wasserstoff an. Ich nehme das Tablet. Oh, da ist der Tracking Beacon drin. Moment, nochmal aus. Ach, ich traue dem Ganzen nicht, echt. Ich bin voll der Schisse, ich weiß. Aber ich traue dem Ganzen nicht. Das ist alles hier ziemlich... Ah. So. So. Nee, halt, Quatsch, den hier brauche ich. Den Mining Belt. H2. Gut. Halt. Anmachen. Und rein damit. Also mal sehen, wenn wir über 10 Megapascal kommen. Dann sollte eigentlich bei 9 sollte das Überdruckventil rauslassen. Und unser Tank sollte richtig, richtig schön voll sein. Das funktioniert sehr gut. Wenn es alles richtig angeschlossen ist, funktioniert das sehr gut. Wenn man die richtigen Pumpen hat und nicht die falschen Pumpen eingebaut hat. Ja, ja. Ja, geht doch ganz... Ja, ich weiß. Geht doch ganz schön was rein. So. Dann machen wir hier mit dem Sauerstoff weiter. Und das verschwindet hier immer gleich wieder, weil der hier... den Gammel rauslässt, der damit eingefroren ist. Aber hier steigt unser reiner Sauerstoff. Sehr gut. Und wie viel haben wir hier? Da sind wir schon im roten Bereich hier vom Tank. Obwohl erst bei 7
Megapascal. Hoch. Ah ja, oben kommt's rein, stimmt. So, dann machen wir erstmal wieder aus. Oder hier. Den Mixer brauche ich ja dann gleich. So, Strom ist aus. Pressure 7,5 Megapascal. Aber wie heißt der? Station? Nein, nicht stationary. Ich guck mal nach oben, bevor ich wieder irgendwas drück. Oder habe ich schon wieder was gedrückt? Nein. 9000 Kilopascal, also 9 Megapascal. 7 sind drin, aber ist schon eigentlich im roten Bereich. Hier sind wir auch im roten Bereich. 7,65, und wie viel haben wir hier? Haben wir zufällig genau gleich viel? 7,5. Okay, ja, fast gleich viel. Ist schon ziemlich nah. Oh, ist das geil. Reiner Sauerstoff, reiner Wasserstoff. Oh, wir können Flaschen abfüllen. Ich würde aber gerne das Ventil testen. Pass auf, so. Wie heißt das Ding nochmal? Was für ein Tank? Portable. Portable Gastank Fuel. Maximaler Druck 10.000. Try to avoid pushing it above 10 Megapascal. Or things get messy. Also man sollte ihn nicht über 10 Megapascal hinausjagen. Sonst wird's dreckig. Aber wir sind gerade mal bei 7. Ich würde schon noch bis 9 hochgehen. Was sagt hier die Batterie eigentlich? 82%. Und die vom Beacon? Okay. Läuft noch, gut. Ja, komm, weißt du was? Ach, es wird eh gerade Tag. Ja, dann ist egal. Hier hätten wir davon noch ein bisschen. Wenn wir schon mal da sind. Habe ich meinen Ohrgürtel dran? Ja. Allzu viel bräuchten wir ja wahrscheinlich nicht mehr. Ich mache mal tatsächlich nur 3 Stacks jetzt. Wenn ich es hinkriege, 3,50er Stacks zu produzieren. Ohne wieder gierig zu werden und einfach hier voll reinzuballern die ganze Zeit. Mehr, mehr Loot, Loot. Ah, ja. Taschen voll, Taschen voll. 33. Haben wir hier noch was? Da haben wir noch was. 39. 47. 50. So. Und Sauerstoff. Wo bist du? Sauerstoff. Powerstoff aus Sauerstoff. Da haben wir. Oh ja, da. Oh, und da ist was Riesiges. Alter, was sind das für Brocken, um Gottes Willen? Riesige Sauerstoffbrocken. Oh. Junge, Junge. Eine riesige Sauerstoffmine hier. Und einer hat in den Kommentaren geschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Ich glaube, Andi, bin mir jetzt nicht sicher genau, ich soll nicht nur oberflächlich abgrasen, weil ich die sonst nicht mehr wiederfinde.
was ich jetzt ja im Moment gerade mache. Also ich könnte ja jetzt von da oben holen, aber ich grabe jetzt hier lieber mal ein bisschen runter, damit ich dann von oben noch sehe, dass hier doch noch so viel da ist. Aber jetzt bin ich hier schon durch. Aber sowieso habe ich vor, mir diese Ohrbrille zu holen. Es gibt ja so eine Brille, die zeigt die Vorkommen an, die Erzvorkommen. Und zwar sogar in unterschiedlichen Farben. Also die kann man sich bauen am MK2 Tool Printer, glaube ich, hat der Kollege erzählt. Und dann setzt man die auf und dann sieht man die Erze und man sieht vor allem unterschiedliche Farben der Erze. Also man sieht, okay, blau und das ist dann Dingens und dann kann man da quasi gezielt nach den Farben die Erze sammeln. Was natürlich mega geil ist. Wer? Also ich weiß ja nicht, ob es auch wirklich dann so funktioniert. So, da mache ich auch 3 Stacks. Sollte dann auch reichen. Lassen wir noch ein bisschen was übrig für den Furnace. Oh Mann, da graut es mir auch schon davor. Vor dem Furnace, vor dem Eisenschmelzen. Also nicht Eisen, sondern Stahl. Stahlschmelzen. Eieiei. Naja. Da haben wir eine gute Quelle. Das ist nicht schlecht. Aber da hinten hinterm Luftpark, hinterm Windpark haben wir auch eine ordentliche Quelle, was Sauerstoff und Wasserstoff angeht. So, ist das jetzt hier die zweite Folge gewesen? Ja, ich glaube. Oder habe ich nicht drauf gedrückt beim Aufnehmen? Ist das die erste? Oh Mann, toll, mein System funktioniert schon nicht mehr. Jetzt habe ich mir hier meine Striche gemacht. Jetzt müsste ich nachzählen. Egal. Ihr seht ja. Sind wir da? Sind wir nicht da? Oder sind wir nicht da? Oder sind wir da? Akkus sind voll. Wir schalten an. Wir ballern Sauerstoff rein. Ich will gucken, ob mein Überdruck-Dingens da funktioniert. So, erstmal hier wieder Karte tauschen. Nope. Netzwerk. Quatsch. Atmos Analyzer ist doch drin. Okay. Wusste ich nicht. Ja, den. Schon wieder. Ja, ist egal. Geht noch. Wir schmelzen. Muss man natürlich extrem aufpassen, dass man es nicht ins falsche Ding reinschmeißt. Wir schmelzen. Druck bei 9. Oh, Druck über 9. Warum macht das Ding nicht auf? Macht er auf? Moment mal. 9000 Kilopascal. Lässt er den Druck ganz langsam raus? 9,5, 9,4. Der lässt den Druck ganz langsam raus. Auf Dauer. Jo, das ist aber sehr gefährlich dann. Oh, 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 oh. Ich dachte, er macht hier... Nein, der macht nicht. Der macht ganz langsam, macht er auf. Stimmt das?
Naja, die Dinger drehen sich relativ schnell. Da ist ein bisschen Sturm gerade am Start. 9,03, 9,02, 9,01. So, pass auf. 9,0. Okay, er geht wirklich bis auf 9,0. Also, dann ist es tatsächlich so. Da ist ein guter Füllwert, ja. Aber er macht nicht schnell auf. Er macht wirklich, wirklich langsam auf. Er lässt ganz gemütlich rauszuppeln. Oder muss ich einen aktiven Vent hinmachen vielleicht? Der die ganze Zeit voll saugt. Brauche ich aber noch ein Kabel. Pass auf, das probiere ich aus. Freunde, schon so spät. Egal, das müssen wir ausprobieren. Ich brauche einen aktiven Vent. Habe ich hier noch? Ich habe doch bestimmt ein Kit hier mit einem aktiven Vent. Einen aktiven Ventilator habe ich doch bestimmt hier irgendwo. Ich habe den aktiven, habe ich hier drin, ne? Für mein Ding jetzt. War da nur einer dabei? Habe ich nur einen aktiven Vent mitgekriegt? Die sind ja Schweine. Den kriege ich hier, ne? Oh mein, Stecker ist nicht an, egal. Aktiv. Kit Active Vent. Hau mal einen raus. Oh, falscher Knopf. Hier oben. Das muss ich jetzt ausprobieren. So, der ist jetzt hier drin. Den hätte ich gern einmal. Danke. So, aktiven Vent. Hier machen wir mal aus. Ja. Also hier ist voll, da machen wir nichts mehr rein. Das ist okay. Aber den hier können wir rauszupfeln. Brauche ich nochmal eben meinen Toolgürtel. Und den Handdrill. Nein, ich brauche die Wrench. Passiven Vent mal eben kurz hier hin. Will der da automatisch rein, ja? Active Vent. Hold C. Kann ich nichts durchscannen. Ist der tatsächlich. Aber von der anderen Seite. Ah, wo war das jetzt? Hier. Ist das richtig? Jawohl, ist richtig. So, dann eben noch ganz schnell Kabel verlegen. Da machen wir die Zange rein. Und ein bisschen Kabel. Einmal hier rum. Einmal hier rum. Mist, da war's gerade. Und einmal hier ran. So. Sollte dann Strom kriegen. Lass den passiven hier schön liegen. Erstmal einstellen. Set inward. Set outward. Active on. So, dann brauche ich zur Kontrolle. Was habe ich? Mein Tablet habe ich hier drin. Genau, das brauche ich auch. Mal den anderen Krampf zumachen. Jetzt haben wir hier alles Mögliche drin. 4 Kilopascal von allem möglichen. Und jetzt mache ich den aktiven Vent mal an. Hier, den Schalter. Oh, was macht eigentlich meine Anzugbatterie? Okay, geht noch.
Das heißt, der saugt jetzt raus, oder? Der Druck steigt. Pumpt der rein? Hat er reingepumpt? 9 Megapascal. Im Tank sind immer noch die 7, irgendwas. Wie habe ich denn hier? Hier pumpt er, hier saugt er an und pumpt raus in Rot. Nein! Der müsste doch raussaugen. So pumpt er rein. Warte mal. Active Vent. Active Vent. Set outward. Also nach außen setzen. Jetzt ist er nach innen. Also er saugt an und bläst hier rein. Das hat ja immer funktioniert. Und hier haben wir Set outward. Set outward. Aber er soll hier raussaugen. So. Ja, er bläst raus. Jetzt funktioniert's, oder? Ja, jetzt macht er leer. Sehr gut. Hä, warum hat er denn nicht funktioniert? War er falsch rum? Aber er sankt mir nicht den Tank leer. Nein, weil hier zu ist. So, und jetzt, wenn ich jetzt Überdruck reinjag, und zwar extrem, indem ich jetzt hier richtig dicke nachleg. Ist er dann schneller? Tank füllt sich. 7, 8, 8, 3, 8, 4, 8, 5. Okay, wir sind noch nicht bei 9. Einmal noch, dann sollte er gut hochgehen. Acht, neun, neun, sieben. Der hier saugt raus. Neun, fünf. Neun, vier. Er saugt noch, er saugt noch. Der saugt zu wenig. Das geht immer wieder hoch und er saugt wieder raus. Der lässt hier, lässt er zu wenig durch. Das Ventil geht nicht weit genug auf. Ich dachte, es geht hier auf einen Schlag und das ist leer. Ja, geht jetzt langsam runter auf die 9, ja. Also, ein aktives bringt da gar nichts. Er saugt zwar kräftig, aber man sieht, es füllt sich immer wieder. 8, 11, 4, 8, 11, 4. Also er kriegt gerade mal so viel rausgeblasen, wie er von dem hier wieder reingedruckt kriegt. Also bringt es überhaupt nichts, hier ein aktives Vent dran zu haben. Das heißt, wir können das wieder umbauen. Oh, 1.08 Uhr, ich muss ins Bett. Und für euch kommt dann die nächste Folge trotzdem. Also ja, keine Sorge. Wenn heute der gleiche Tag ist, ich weiß es nicht mehr genau. Wahrscheinlich schon. Also pass auf mit dem Drill. Weg damit. Und das dahin. So, ne? Gut, ist dran. Mal eben kurz reinschauen.
hat wieder Umwelt. Und wir sind genau auf 9 Kilopascal. Und hier Megapascal. Also, sehr gut. Der hält uns den Druck wunderbar hier drin. Sprich, es kann auch durch Ausdehnung und durch warm und kalt kann uns der hier nicht platzen. Denn er ist hier mit dem Überdruckventil verbunden und mit zu viel Kabeln, die da gar nicht mehr hingehören. Na? Na? Die ich gar nicht nehmen kann, weil ich das Display habe. Den Analyser. Ja. Der kann uns auf keinen Fall um die Ohren fliegen, selbst wenn er sich jetzt ausdehnen sollte durch... Kann ich hier nicht? Nein? Nanu? Kann ich nicht wegmachen. Das Stück kann ich nicht wegmachen. Keine Ahnung, wahrscheinlich werden wir es nachträglich eingefügt haben. Was sagt denn meine Anzugbatterie? 19%, ich sollte mal... ja. Hier ist alles... alles dingsig. Dann machen wir hier aus. So. Die können wir auch ausmachen. Ich wollte gerade sagen, shit, ich hatte den Gasmixer ja gar nicht an, aber den brauchen wir ja auch erst hier. Jetzt haben wir erstmal die Tanks gefüllt. Boah, gerade gedacht, oh nein, hä, wie funktioniert das trotzdem? Aber klar, den brauchen wir jetzt noch nicht, weil da haben wir nur die Tanks gefüllt. Erst wenn ich hier aufmache, dann brauchen wir den Gasmixer. Und das ist dann, Pressure Regulator. Das ist, glaube ich, richtig. Druckregulator, der uns hier nur so viel Druck dann reinlässt. Kann auch sein, uns fliegt alles um die Ohren. Ich habe keine Ahnung. Der ist an, ne? Ja, der ist an. Das hier ist auch alles gut. Okay, gut. Dann machen wir da morgen weiter. An, aus. So, Batterie wird wahrscheinlich nicht geladen, solange aus ist, ist mir aber relativ egal. Kabel weggeschmissen, ist nicht so gut. Da ist der falsche Gürtel drin im Moment. Habe ich reingemacht? Ja. Was habe ich drin, was ist falsch? Der hat die Kabel nicht gesteckt. Warum habe ich mein Jetpack die ganze Zeit an? Okay, also hier stimmt, ich will mal kurz gucken, 99%. 100%. Also da haben wir genug Spiel mit den Filtern. Das hier ist aus. Dass hier der Akku mal wieder lädt, weil wir ja hier gerade ein bisschen knapp bei Akku sind. 14%. 56, ist wieder besser. Solarzellen sind alle intakt. Habe ich repariert nach dem Sturm. Jawohl. Gut, okay, dann müssen wir jetzt ganz definitiv Folgenpause machen. Und sehen uns dann, glaube ich, gleich wieder. Oder morgen. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ihr werdet schon erleben. Und dann geht es dann gleich hier weiter. Dann. Oder morgen. Werden wir dann mal Kanister füllen, die hier drin sind. Und gucken, ob das auch funktioniert oder ob uns dann trotzdem noch alles um die Ohren fliegt. Aber bisher sieht es ja gar nicht schlecht aus. Nur zur Sicherheit nochmal. Und vielleicht für ein Thumbnail. Mal sehen. Megapascal O2, reiner Sauerstoff. 9 Megapascal H2, reiner Wasserstoff. Und nichts kann passieren, da aller Überdruck flöten geht. Sehr gut. So muss es sein. Okidoki, also wir speichern und sehen uns dann morgen wieder oder gleich wieder oder wie auch immer, wenn es dann wieder heißt, Time to Play hier
bei Stationeers. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao. Dann mit Gasflaschenabfüllung. Um zu schweißen. Viel zu schweißen. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.